gucken, wenn er stirbt, was passiert. Jetzt kommt gleich noch das Mammut dazu. Das wird gleich lustig. Gleich tötet das Mammut dann alle anderen. Ah, ich habe Zeuge bekommen hier. Ganz viel. Okay, ich muss die Elementals muss ich töten. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survive Evolved auf der Map Ragnarok mit der Mod Eternal. Und ich bin gerade unterwegs mit meinem Poison Tabejara. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich irgendwo noch ein bisschen was abstauben kann, wenn irgendwie ein anderes krasses Tier ein krasses Tier tötet. Und wenn diese krassen Tiere sich nämlich gegenseitig töten, dann kriege ich nämlich tolle Sachen. Einfach so, ohne dass ich was dafür machen muss. Und deswegen möchte ich jetzt mal ein bisschen, ich möchte quasi ein bisschen klauen. Ein bisschen abstauben einfach. Und da müssen wir jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kann mich erinnern, hier war nämlich letztens eine Prime Wyvern rumgeflogen in der Gegend. Und da müssen wir echt unglaublich aufpassen, dass wir hier nicht unter die Räder kommen. Und wenn die nämlich wieder aktiv ist gleich, dann kommt die nämlich zu mir und das wollen wir nicht. Das ist nämlich sehr gefährlich, meine lieben Freunde. Und deswegen würde ich sagen, fliegen wir jetzt hier wieder ein bisschen rüber. Hier ist irgendwie nie was los irgendwie, oder? Hier auf diesem Feld. Da vorne plöpste gerade ein normaler Griffin auf. Okay. Das ist also nichts Besonderes. Und hier hinten. Was ist hier hinten? Was ist hier? Was ist hier? Hier ist irgendwie nichts. Hier ist irgendwie nie was los. In diesem Gebiet hier irgendwie. Das ist so ein bisschen wie mein Plateau. Das spawnt irgendwie nie irgendwas Krasses. Oh, korrigiert das? Da ist ein Prime-Schwein. Soll ich mal versuchen, das Prime-Schwein zu betäuben? Das heilt sich ja. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir versuchen jetzt mal, das Prime-Schwein zu betäuben, weil sich das ja heilt. Das ist jetzt voll die Idee. Genau. Das kann ich mich nämlich ja auch nicht erreichen. Weil es ja nur auf dem Boden beschränkt ist. Oh, läuft es schon weg? Nee, es wollte den Para töten. Du Prime-Schwein, komm her! Du kleines, mieses Prime-Schwein. Komm. Lass dich betäuben. Jetzt will ich mal gerade gucken, was jetzt die Relation ist bei dem Schwein zwischen Torpor und... Ah, guck mal, der Torpor ist ja schon fast oben. Wieso hat denn das gerade bei dem Affen so lange gedauert? Schauen wir mal, ob es jetzt gleich schläft. Oh, es schläft schon, schläft schon, schläft schon. So, jetzt gucken wir mal ins Inventar, würde ich sagen. Erstmal gucken, wie schnell fällt der Torpor. Der fällt gar nicht. Und das Leben steigt wieder, okay. Hast du Inventar? Nee, du hast nichts drin. Genau wie damals beim Kentro auch. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was brauchst du, um betäubt oder beziehungsweise gezähmt, um gezähmt zu werden? Was brauchst du da? Ist jetzt so die Frage. Wir lassen das mal hier betäubt liegen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen noch irgendwo irgendwas, was wir dem mal spaßenshalber reinstopfen können. Einfach nur, um rauszukriegen, was wir da so machen müssen. Ne? Müssen wir jetzt halt mal ein bisschen hier uns umschauen. Und vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben, dass vielleicht zwischendurch, wenn wir hier so rumfliegen, irgendwas getötet wird, irgendwas Großes. Und dass wir das dann abstauben quasi. Es muss nur in unserer Reichweite sein. Es muss quasi nur in dem Gebiet hier irgendwas sterben. Und dann kriegen wir eventuell Kippel oder Rüstung oder irgendwas. Und die müssen wir dann natürlich benutzen. Also es könnte sein, dass wir dann Kippel bekommen. Die können wir dann versuchen, zu dem Schwein zu bringen. Weil anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich so ein Prime-Schwein, wie ich das zähmen soll. Der generell auch ein Prime. Irgendwas muss es da ja geben. Irgendwas muss man denen ja zum Fressen geben. Und das sind dann wahrscheinlich entweder die Eternal-Kippel... Oder dieses Fleisch, dieses Besondere. So, und ich weiß noch, wo ich hier das letzte Mal drüber geflogen bin. Da hatte ich, glaube ich, sogar auch mal was bekommen. Da hatte ich nämlich hier links auf der Plattform, wo wir damals bei Herbivores gebaut haben, da habe ich dort nämlich den Mod getestet, Ark Futurism, The Final Existence. Und da habe ich zufällig irgendwas bekommen, weil irgendwas getötet wurde. Und jetzt ist halt die Frage... Ja, genau, guck mal, das ist nämlich, glaube ich, so ein Prime-Giga. Und der hatte, glaube ich, irgendwas getötet. Wer oder was wurde getötet? Und kann ich das nochmal replizieren? Kann ich das wiederholen?
Das wäre natürlich nice. Ah, da ist der, wie heißt der, Indominus Rex. Nochmal ein roter. Kann man den betäuben? Ist das jetzt eigentlich ein Prime? Oder Alpha? Alpha. Kann man den betäuben? Warte mal, der frisst irgendwas. Der tötet gerade irgendwas. Aber die großen Fleischfresser töten sich untereinander auch irgendwie nicht, ne? Also ein Giga wird jetzt nicht den Indominus Rex angreifen und umgekehrt. Hier unten, warte mal, da passiert irgendwas, oder? Passiert da irgendwas? Hä? Oh, was ist denn das hier? Warte mal. Oh, oh. Ich sollte vielleicht auch nicht ganz so tief fliegen. Es könnte tödlich sein. Die Mantis, warte mal, die geht auf irgendwas los. Moment. Der hat gerade... Hier könnten wir, glaube ich, abstauben gleich. Wenn die Mantis gleich schläft, dann wird der Giga sie töten wahrscheinlich. Und das könnte bedeuten, dass wir was bekommen. Weil ich glaube, das ist eine Eternal Mantis, oder? Ich weiß, ich kenne die halt nicht so, die Viecher. Muss mal gucken. Ich sehe es leider nicht. Sehe es nicht. Müsste tiefer gehen, dann würde ich es wahrscheinlich... Ah, nee, okay. Jetzt schläft sie? Alpha Mantis. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn der Giga die jetzt tötet, kriege ich dann was? Als ich immer Alphas getötet habe, habe ich nichts bekommen. Aber vielleicht, gut, man kann, es kann auch sein, dass man bestimmte Alphas töten muss. Der hat die auf jeden Fall gleich. Die hat nicht mehr viel Leben. Der hat sie gleich. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht gleich noch trifft. Jetzt ist sie tot. Ich habe nichts bekommen. Er hat sie gefressen. Okay. Also ich habe nichts bekommen. Alles klar. Dann sind das wahrscheinlich echt... Ich weiß nicht, was sind denn das dann immer für Tiere, die sich gegenseitig töten, dass ich dann immer Sachen bekomme? Also Primes sind es anscheinend nicht, oder zumindest nicht die, die ich bisher getötet habe. Auch nicht solche Alphas. Das ist ja sehr merkwürdig, ey. Das ist ja ultra merkwürdig, was da so passiert. Ich finde da ehrlich gesagt noch kein richtiges Muster heraus. Das fällt mir ein bisschen schwer da. Was mir auch aufgefallen ist, viele von den Eternal-Viechern spawnen hier im Schneebiom. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Müssen wir mal schnell Ausschau halten. Ich hatte hier, glaube ich, sogar einen Eternal-Mammut gesehen irgendwo. Genau da! Und da ist so ein... Was ist das? Ist das ein Prime-Rhino? Alpha-Rhino? Alpha-Bulli-Rhinoceros. Und da hinten ist ein... Eternal-Mammut. Aber nur Level 50, leider. Und da haben sich zwei Eisviecher gern. Wie sieht's denn da gerade aus? Na? So halb-halb irgendwie, oder? Warum hat der Torpor der Allosaurus? Aber der Allosaurus, glaube ich, der verliert. Ja, obwohl, nee. Das muss nicht sein. Nicht unbedingt. Aber ich glaube, da kriege ich eh nichts, wenn die sich töten. Wenn die sich gegenseitig töten. Oh, da kommt der Prime Rex. Ich chill mal ganz kurz hier. Wie gesagt, ich muss die Sachen aufklären. Huch, nach oben, nicht nach unten. Hä, wie er festhängt. Ja, doch, der Alu zieht echt den kürzeren. Mal gucken, wenn er stirbt, was passiert. Jetzt kommt gleich noch das Mammut dazu. Das wird gleich lustig. Gleich tötet das Mammut dann alle anderen. Ah, ich habe Zeuge bekommen hier. Ganz viel. Okay, ich muss die Elementals muss ich töten. Die normalen. Oh, da habe ich schon wieder was bekommen. Immortal Metal Pick. Alles Mögliche hier. Also muss ich doch die Elementals töten. Oh, es tut mir leid, wenn ihr mir das schon geschrieben habt. Es tut mir wirklich, wie gesagt, wahnsinnig leid, dass ich da nicht schon drauf reagieren konnte. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss, um diese ganzen Sachen zu bekommen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Schwein, denn wir haben jetzt auch Kibbel bekommen. Ja, wir haben jetzt hier... Moment, das geben wir mal... Ah, das dauert 30 Minuten, bis das
vergammelt ist. Vielleicht liegt das Schwein noch da. Vielleicht ist es noch betäubt. Ich gebe dem jetzt mal spaßenshalber die Kibbel. Ja? Und wenn ich dem dann die Kibbel gegeben habe, dann bin ich mal gespannt, ob das dann einen Zähmfortschritt kriegt oder nicht. Oder ob ich dafür doch das andere Zeug brauche, dieses Fleisch. Ja? Das interessiert mich jetzt mal brennendst, meine lieben Freunde. Brennendst interessiert mich das. Das müssen wir jetzt rauskriegen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszukriegen. Da unten ist ein Känguru. Ein grünes Känguru, auch schön. Das hat sich schön angepasst im Wald, ne? Damit der Alpha Indominus Rex es nicht sehen kann. Das ist ein cleveres Tier, das Känguru. Ein sehr, sehr schlaues Tier. Wenn ich das mal sagen darf. Der Terizino, der ist nicht ganz so schlau. Der hat sich schwarz gemacht. Das fällt auch nicht ganz so auf, aber es fällt mehr auf als das Känguru. Oh, und da unten ist ein Behemoth Bronto. Behemoth, Verzeihung. Nicht schlecht. Aber das haben wir ja schon mal versucht zu betäuben, so ein Tier. Das ist auch nicht so leicht. So, jetzt erstmal auf zum Schwein. Zum Prime-Schwein. Das ist mir mal gespannt, ey. Ob das mit dem Kibbel geht oder nicht. Ich bin so gespannt. Aber die Frage ist dann natürlich auch, wie kriege ich das Prime-Schwein dann von hier nach Hause? Weil da muss ich das ja dann wieder vorbeiziehen an den ganzen gefährlichen Viechern. Auf der anderen Seite ist es ein Prime-Schwein. Das sollte natürlich auch ein bisschen was aushalten, ne? Werden wir mal sehen. Mal schauen. Das kriegen wir schon raus. Das kriegen wir schon alles raus. Oh, Moment. Was war denn das da? War das da gerade ein blauer Raptor? Rechts unten? Huch. Geblitzdings hat er. Blitzraptor. Crazy verrückt. Muss auch mal so Elementals einfach mal töten selber, um einfach mal zu gucken. Okay, das Schwein liegt noch da. Um einfach mal zu gucken, ob ich dann auch die Dinger krieg, die ganzen Kristalle, oder ob die wirklich dann nur droppen, wenn die Viecher von irgendwas anderem getötet werden. Oder sind Alus links? Das ist nicht so gut. Also. Guck mal her. Jetzt probieren wir das. Hoffentlich wacht es jetzt nicht auf. Wäre jetzt sehr unschönes Timing. Okay, es ist noch unconscious. Was ist denn das eigentlich? Dino-DNA. Put food in inventory to tame. Bringt irgendwie nichts, oder? Er hätte es, glaube ich, schon längst gefressen. Und Dino-Blut? Bringt anscheinend auch nichts. Was braucht man, um die zu zähmen? Vielleicht doch dieses leuchtende Fleisch, das ich da craften kann. Dieses, wo man Prime-Meat für brauchte. Und was brauchte man noch dafür? Da brauchte man noch irgendwas anderes dafür. Aber crazy auf jeden Fall. Also wir haben wieder viel gelernt. Ich habe wieder viel gelernt heute. Ich habe gelernt, dass ich Elementaltiere töten kann, um von denen ihre wertvollen Kristalle und Utensilien zu bekommen. Und ich habe gelernt, dass ich Eternal Kibbel nicht benutzen kann, um Primes zu zähmen. Dass ich für Primes was anderes brauche. Ich sag ja, die Lernkurve ist hier ziemlich steil. Ja? Das muss man wirklich mal sagen. Man lernt in jeder Folge was dazu. Aber so muss es auch sein. So bleibt es natürlich auch spannend für mich. Ne? Wenn ich in jeder Folge mal was Neues rauskriegen kann und rausfinden kann, dann bleibt das natürlich auch immer lange interessant. Können ja mal gucken. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch ein Elemental, den wir töten können. Das geht ja recht fix eigentlich. Vielleicht auch noch einen von den Älteren, die vielleicht auch noch ein Low-Level sind. Da ist ein Tapajara da, vielleicht eher noch nicht. Den nicht. Der ist zu krass. Glaube ich, weil der kann mir auch hinterherfliegen. Da kann ich mich dann nicht aus dem Staub machen. Das wäre unklug. War denn das? Gott, das ist ein normaler Kano. Ich dachte gerade, von links kommt jetzt irgendwas ganz brenzliches. So. Hier war doch so ein Eis, Allosaurus. Wo ist denn der nochmal? Der war doch hier irgendwo. Da hinten wäre ein Poison Terror Birch. Müssen die Viecher ja nur betäuben und dann töten. So schwer ist das ja gar nicht. Hier ist der Feueralo. Okay, den betäuben wir jetzt mal.
Und dann töten wir den. Dann bin ich mal gespannt, ob ich dann eine Belohnung kriege. In Form von Zeug. Mal schauen, vielleicht... So, genau. Stirb, mein Freund. Oder beziehungsweise schlaf. Ah, ich habe gerade ein Zielproblem. Irgendwie habe ich gerade ein Zielproblem. Jetzt. Komm her, ja. Läuft der schon weg? Der läuft schon weg. Glaube ich. Oder? Oder will er einfach nur umdrehen gerade? Weiß es nicht. Oh, was ist denn da noch? Da dampft auch noch irgendwas da rechts. Ich glaube, das ist ein... Los, schlaf, komm. Oder komm zu mir. Komm, du Feuerelemental, hallo. Jetzt hat er sich da verbuggt, auch schön. Treffe ich ihn überhaupt noch? Glaub nicht. Wie viel hat er denn jetzt? Wie viel Torpor? Hä? Okay. Alter, der braucht 4 Millionen. 4 Millionen Torpor braucht der. Komm mal wieder hier zurück, so ein bisschen. Du fliegst schon wieder in den Drachenbereich rein. Nein, das geht nicht. Das darfst du nicht machen. Du musst zu mir kommen. Oh Gott. Ja, alles angreift, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ey. Schon ein bisschen heftig. Ob ich ihn betäubt kriege? Ah, er greift mich an. Er will mich kriegen, guckt mal. Ist auch lustig. Jetzt haut er, glaube ich, ab, oder? Ja, jetzt haut er ab. Oh nein, doch nicht. Oh oh. Oh oh. Bleib stehen. Flieg nicht dahin, da sind die Drachen. Komm jetzt, schlaf. Los. Schlaf ein, los. Komm schon, du schläfst jetzt. Du musst schlafen, du musst schlafen. Du musst schlafen, schnell und fest. Los. Schlaf halt ein. Mein kleines, niedliches Karnoschwein. Gott. Los, schlaf! Na, wie viel hast du? Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ah. Mal schnell schließen. Und gucken, 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 gucken. Okay, ich hab grad mal die Hälfte. Aber der hat auch schon wieder so viel Leben verloren, ne? Aber ist ja gut, ist ja egal. Ich muss ihn ja an sich nur töten. Ich muss ihn ja nicht unbedingt betäuben. Wenn ich ihn so tot kriege, dann ist das ja nur gut eigentlich. Los, jetzt stopp. Ja, kommst nicht an mich ran. Kannst du vergessen, kannst du vergessen. Haha. Kann das sein, dass das auch so ein bisschen Auto-Aim ist? Ich habe manchmal das Gefühl, der Tabejara zielt so ein bisschen in die Richtung von dem Alo. Haut er jetzt schon ab? Ja, der haut ab. I shit you not. Müssen wir jetzt echt aufpassen. Nicht, dass hier dann wirklich Drachen kommen. Ich glaube, wir sind jetzt schon so langsam wieder in der Range von den Drachen. Okay, er ist tot. Ja, alles klar. Ich habe jetzt die... Ihr habt es gesehen, ne? Ich habe die Kristalle bekommen. Jetzt will ich nur mal kurz gucken, ob der noch was anderes hat. Nee, hat er nicht. Er hat kein Inventar. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Da müssen wir eigentlich nur diese Elementalviecher töten. So schwer ist das gar nicht. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir krasse Elementalviecher töten. Ich könnte wetten, der Level entscheidet auch so ein bisschen über das, was man bekommt. Und auch die Art des Tieres bestimmt. Ich könnte mir wetten, in so einem Allosaurus, wenn der stirbt, da kriegt man ein bisschen weniger. Wenn der ein niedriges Level hat vielleicht noch, als wie bei einem high-leveligen Giga. Elemental-Giga. Weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es so ist. Müsste man alles prüfen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon bei der Tour recht fette Beute gemacht eigentlich. Also wir haben jetzt ein bisschen Kibbel bekommen, wir haben Dino-Blut. Oh, das muss ich auch einlagern, stimmt. Das müssen wir ganz schnell wegpacken, dass das nicht komplett vergammelt.
Und dann können wir damit auch ein bisschen was machen, hoffe ich. Wobei mich ja jetzt echt mal interessiert, was ich jetzt eigentlich mit dem Dino-Blut machen kann. So, genau, wir nehmen auch nochmal das Prime-Meat raus, weil wir können ja dann auch nochmal Kibbel machen. Ich weiß zwar im Moment noch nicht, wofür ich eigentlich die Kibbel genau brauche, aber vielleicht finde ich das ja auch noch raus. Also, mein lieber kleiner Dodo, du gibst mir mal die Eier. Ah, genau, das Dino-Blut kannst du gleich behalten. Genau, jetzt haben wir 43 Einheiten, nicht schlecht. Ah, und die Kibbel kannst du auch gleich kriegen. Kibbel, 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 da. So, 4 Kibbel haben wir jetzt auch. Und dann schieben wir das alles mal hier rein. Was war das eigentlich? Dino DNA. Da weiß ich auch nicht, was ich damit genau machen kann. Aber bestimmt kann ich damit was evolvieren. Und wir haben eine Immortal Spitzhacke gekriegt. Das ist natürlich nice. Also, Consumables, Taming und Craft. Craft. Ah, guck mal, für dieses Fleisch... Ja, stimmt, hier steht's doch dabei. Ich bin wieder so schlau. The only thing Pride Primes will eat. Also dann, wenn wir ein Prime zähmen wollen, brauchen wir das Zeug. Okay, dieses komische blaue Fleisch. Und wofür ist das jetzt? Da steht nur Nom Nom, das verstehe ich nicht. Aber gut, kann bestimmt nicht schaden, das mal gemacht zu haben. Ich entschuldige mich bei allen, die gesagt haben, das steht da. Aber ihr kennt mich ja, ich bin immer gerne ein bisschen blind und vergesslich. Das heißt, das habe ich jetzt da gar nicht gesehen, dass das da steht. Gott, auch schlau. Dabei habe ich es, glaube ich, auch schon mal gelesen. So, warte mal, hier in dem Dodo hält das Blut irgendwie nicht wirklich länger. Kann das sein? Oh, doch. Okay, habe nichts gesagt. Wofür brauche ich denn jetzt das Dino-Blut? Das frage ich mich jetzt ehrlich gesagt. Das war ja hier jetzt bei Consumables, war das jetzt nicht dabei. Vielleicht hierfür? Nee. Ich könnte mal Organic Polymer besorgen. Könnte ich mal so einen Ghillie-Suit machen. So einen Eternal Ghillie-Suit. Hm. Eternal Forge ist auch gar nicht so uninteressant. Weapons. Den könnte ich jetzt machen, den Grappling Hook. Aber ich weiß halt nicht, was der für Vorteile bringt. Hm. Hä, Dino-Blut brauche ich doch für nichts. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber bestimmt hat das noch irgendeinen Zweck mit dem Dino-Blut. Wahrscheinlich muss ich mich da wirklich mal ein bisschen schlau machen, tatsächlich. Könnte schlau sein, sich schlau zu machen. Damit ich... Aber ich meine, gut, ich kann ja erstmal was holen. Ein bisschen farmen. Und dann am Ende mal gucken, was ich damit eigentlich machen muss. Wenn ich es dann habe. So ein bisschen Fleisch wäre halt auch nicht schlecht. So Prime-Fleisch, dann könnte man wirklich mal ein Prime versuchen zu zähmen. Das wäre mal nett. Das wäre mal nice. Oh! Da ist ein Behemoth pronto gespawnt. Da weiß ich ja auch nicht, was ich von den Viechern halten soll. Jetzt sind hier wieder neue Tiere gespawnt in der Gegend. Wir können ja mal ganz kurz gucken, bevor die Folge zu Ende ist. Was hier jetzt so unterwegs ist. Ein Haufen Kentros wieder. Haufen Kentrosaurier. Was ist denn das? Ah, ne, das ist der... Oh! Ist das ein Blitzraptor? Ja, ne? Ja. Oh, da ist der Poison... wie heißt er? Terizino. Ist mir gerade das Wort entfallen. Der Poison-Terizino. Ja, der wäre auch nice. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll unbedingt so ein Blitztier zähmen. Wisst ihr was? Ich glaube, das versuchen wir mal. Wir versuchen mal so einen Blitztrike zu zähmen. Ist das ein Blitztrike? Das ist ein Blitztrike, oder? Elemental Lightning Trike. Ich meine, man könnte versuchen, ihn zu töten. Dann würde man das Zeug kriegen. Man könnte aber auch versuchen, ihn zu zähmen. Da hinten ist noch einer. Da ist ein Raptor. Ich untersuche jetzt erstmal hier die Gegend, was wir jetzt als nächstes so in Angriff nehmen können. Muss immer ein bisschen aufpassen wegen den Drachen, die hier noch sind. Hey, was ist das? Liegt da ein Raptor? Oder ist das wieder so ein Megalo? Ach, ist wieder ein Megalo. Hm. Hier sind ja keine Elemente so richtig, oder? Ich sollte vielleicht nochmal in die Wüste fliegen.
Da könnte es noch mal mehr geben. Irgendwas Tötbares halt. Ein tötbares Tier. Ein tötbares Elementeltier. Tapejara. Hier gab es so viele Tapejaras immer, ich erinnere mich. Aber gut, ein Feuer-Tapejara, was will der schon groß machen, außer mich verbrennen? Wenn ich ihn auf Abstand halte und dann mit meiner Blitzattacke angreife, dann kann er ja gar nichts machen. So schnell ist er ja nicht. Er kann ja nicht schneller zu mir, als ich vor ihm wegfliegen kann. Wenn ich ihn dann noch auf Abstand halte, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. Eigentlich. Aber wir kennen ja meine tollen Aktionen, die ich schon gebracht habe. Da ist eine Prime Mantis. Da hinten sind Alpha-Mantisten. Boah, was ist denn das? Der sieht aber auch cool aus. Elemental Fire. Okay, so einen könnte man natürlich mal angreifen, ne? Das wäre durchaus mal ein Experiment. Und zur Not könnte ich ihn ja zur Base ziehen, wenn ich merke, ich kriege ihn nicht alleine. Dann könnte man noch versuchen, mit dem Rex auf ihn drauf zu gehen. Das werden wir mal machen, würde ich sagen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Mit der Mod Eternal von der Web Ragnarok. Und dann greifen wir diesen Tapejara an und locken ihn zur Base. Und wir töten ihn auf jeden Fall. Damit wir Kristalle kriegen und Dino-Blut, hast du nicht gesehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!